des Landes. Doch alle impfwilligen Personen sollten bis Sommer ihre Impfung in Tirol erhalten können. Ob man ein Impfzentrum oder den Hausarzt vorziehe, liegt in der Entscheidung von jedem Einzelnen. Während der Handel jetzt also überall wieder geöffnet ist, müssen sich Kunst und Kultur weiterhin gedulden. Eine Ausnahme sind die Museen. Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Albrecht Schröder, dem Direktor der Albertina in Wien. Schönen guten Tag, Herr Schröder. Grüß Gott. Sind ja erst ein paar Stunden heute vergangen, aber wie ist dieser erste Tag in der Albertina bislang verlaufen? Es ist, ich muss das leider feststellen, sehr ruhig. Und das liegt daran, dass natürlich allgemeiner Diskurs heute ist, dass die Kunst und Kultur am 19. Mai aufmacht. Und man vergisst, dass die Museen, und das ist ein wesentlicher Pfeiler des gesamten Kulturlebens Österreich, tatsächlich seit heute, seit dem 3. Mai offen hat. Wir haben 8 Tage die Woche sozusagen täglich, Montag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr offen, unter besten Sicherheitsbedingungen, unter strengen Abstandsregeln. Man kann gut sich fühlen und das Museum besuchen und sollte das auch tun. Wie schlimm ist denn diese 4-tägige Osterruhe, aus der am Ende 4 Wochen geworden sind, wirtschaftlich für Ihr Haus gewesen? Das kann ich mit einer Zahl, glaube ich, sehr gut veranschaulichen. Wir haben bis jetzt im heurigen Jahr knapp 35.000 Besucher. Im selben Zeitraum haben wir üblicherweise 350.000 Besucher bis 400.000. Das heißt, weniger als ein Zehntel in diesem Jahr der erwarteten Besucher sind tatsächlich in die Albertina gekommen. Dass das eine gewaltige Lücke in unser Budget reißt, ist klar. Hier sind wir auch wieder auf die Hilfe und Unterstützung unseres Eigentümers der Republik Österreich angewiesen. Wir können dennoch aufgrund dieser unglaublich reichhaltigen Sammlungen ein vielfältiges Angebot bieten, sodass niemand fürchten muss, ein Opfer eines Sparstifts zu werden. Denken Sie denn, dass die Besucherströme, die zumindest bis jetzt noch bescheiden sind, auch damit zu tun haben könnten, dass die Menschen einfach Angst haben, sich im Museum anzustecken? Und glauben Sie, dass sich das in den kommenden Tagen ändern könnte? Nein, ich fürchte leider, mittlerweile Erfahrung zu haben mit einem Lockdown. Und ich kann sagen, die Zahlen werden sich verbessern, wenn wieder die Kommunikation einheitlich die ist, dass die gesamte Kultur offen ist. Solange man berichtet, dass die Kultur am 19. Mai aufmacht und mit dem Handel die Museen mitzieht, haben wir zwar den Vorteil, offen zu sein, aber den Nachteil, dass es niemand weiß. Ich bin in den Monaten, als wir offen waren mit dem Handel, nicht zig, sondern hunderte Male auf der Straße, in Geschäften, ja direkt vor dem Hauptportal der Albertina, von Passanten angesprochen worden. Wann, Herr Direktor, machen Sie denn wieder auf? Weil die Kommunikation, die Kultur sei geschlossen, und damit meint man jene kulturellen Veranstaltungen, die mit Theaterbestuhlung nur absolviert werden können, so groß ist, dass man übersehen hat, dass ein Pfeiler des österreichischen Kulturlebens, aller landesstädtischen Museen, der großen Bundesmuseen, tatsächlich offen waren und jetzt auch schon wieder offen sind. Nun, zumindest dürfen Museen aber wieder aufsperren. Finden Sie es denn gerecht, dass im Vergleich dazu Kinos oder auch Opernhäuser geschlossen bleiben müssen? Ich glaube gar nicht, dass das eine Frage der Gerechtigkeit für das Gesundheitsministerium war und ist. Hier hat man angenommen, dass die Möglichkeit, ausweichen zu können, eine große Rolle spielt. Die unglaublich leistungsfähigen Klima- und Luftaustauschgeräte. Und vor allem haben wir eine sehr strenge Auflage, 20 Quadratmeter pro Besucher garantieren zu müssen. Bei 7.000 Quadratmetern allein der Albertina bedeutet das, dass gleichzeitig in diesem Haus nur 350 Menschen sein dürfen. Diese Kontingentierung begrenzt unseren Besuch enorm. Wir hatten in der Zeit, als wir offen waren zum Wochenende draußen, immer eine Besucherschlange von einigen hundert Metern und trotzdem am Ende des Tages nicht mehr als 600-700 Besucher. Das heißt, wir müssen nicht nur in jeder Galerie sicherstellen, dass mindestens 2 Meter Abstand nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts zum nächsten Besucher gehalten werden, sondern wir limitieren bereits das Gesamtkontingent so sehr, dass man suchen muss, um einen weiteren Besucher in diesen großen Museen überhaupt zu treffen. Das ist der Hauptgrund, warum die geringen Besucherzahlen derzeit Platz greifen. Dann wünschen wir Ihnen, dass es bald mehr BesucherInnen werden, dass sich aber trotzdem niemand ansteckt. Vielen Dank für das Gespräch, Klaus Albrecht Schröder. Gerne. Dankeschön. Auf Wiederhören.